Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir von einem Händler kaufen können und dazu bin ich schon einmal hier in Tal Drassus und dort haben wir hier unten auf den Koordinaten 6079 einen kleinen Händler und dieser Händler verkauft uns ein Toy. Der ist hier einmal hinter mir, dieser Goblin, der schimpft sich Usodormu. Und da können wir ein kleines Toy kaufen. Das heißt schwingende Sande. Und ja, das kostet nur 3 Gold, ist recht günstig. Und zusätzlich gibt es hier noch einige möglichen Items, die unsere Bewegungsgeschwindigkeit beeinflussen. Gibt es welche, die verlangsamen die Bewegungsgeschwindigkeit. Aber auch hier welche, die um 200% es erhöhen oder hier sogar um 250%. Ist vielleicht eine ganz praktische Sache. Ich kann euch das mal zeigen. Da kann man einfach einen Haufen Movement Speed, da gehen wir richtig böse. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das in alten Instanzen funktioniert. Vielleicht zum Farmen eine ganz praktische Angelegenheit. Gut, so viel zu dem Händler. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Toy mal an. Und zwar lernen wir das mal, schwingende Sande. Und dann haben wir das hier unten. Benutzt die Sande, verleihen eurem Körper den Schwung, nachdem er sich sehnt. Und dann machen wir das mal. Und ihr seht, jetzt haben wir hier über uns so eine kleine Disco-Kugel. Und wir schwingen ein wenig die Hüften und noch einiges anderes an der Stelle. Und ja, zusätzlich gibt es noch diese Leuchteffekte. Sieht ehrlich gesagt relativ cool aus. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir auch so ein Movement Speed kriegen, wie von den Items, die wir uns kaufen können. Das wäre natürlich richtig nice gewesen. Leider gab es das nicht. Aber das macht tatsächlich auch was her. Ist mal ein ganz lustiges Toy. Und das war es eigentlich schon wieder mit dem kleinen Toy Guide. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das quasi nachfarmen, beziehungsweise kaufen. Viel ist es ja nicht. Einfach zum Händler gehen, euch das Ding holen. Und ja, dann habt ihr wieder ein Toy mehr für die Collection. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.